du sein Federname? Ars Artis, nicht? Und Mann, der Kunstmann. Blödsinn, das heißt Ordmann. Wir heißen Ordmann bei uns aus. Ja, der Ordmann Hansi ist da. Das ist genau in der Betonung, der Ordmann Hansi. Nicht nur der Ordmann Hansi, sondern der Ordmann Hansi. Ordmann Hans. Der KC sagt doch niemand, wenn ich rauskomme, irgendwie. Das war ein Fehler. Wäre ich ein Kesselflicker, ich flickte mir das Herz mit blanken Kupfergroschen, zu stillen meinen Schmerz. Durch Zauberei und Sünde empfing es Loch um Loch. Ich geh durch Wiesengründe und lach ich, wein ich doch. Mein Trank ist von dem Rebstock, ihn trink ich, wo ich kann. Oh, wär ich gleich ein Rehbock im Efeu-Sinstreptan. Will ich den Leib ausruhen, so fliehet mich der Traum. In ausgedienten Schuhen wach ich am Waldessaum. Mit schlummerlosen Augen vergeht mir so die Nacht. Sie will zu gar nichts taugen, die ganze Flimmerpracht. Was nützt mir, wenn am Himmel der blanke Mond sich zeigt, wenn er im Sterngewimmel bloß Trauerländler geigt? Die anderen haben Wiesen, viel Äcker, manches Rind. Die Berge stehen wie Riesen, mein Hemd durchpfeift der Wind. Der Hauswirt sitzt am Herde, genießt die Vesper frei. Ich wünsch, ich sei zu Pferde und ritt in die Türkei. Ich bin dort so am liebsten zu Hause, wo ich noch nicht bin oder wo ich gerade war. Was ich verlassen habe und wo ich momentan bin, das ist noch so dazwischen. Aber das Schönste ist das, was man vor sich hat, nicht? Also, es ist auch so, wenn man irgendwo durch die Gegend geht und man sieht irgendwo einen Horizont, man möchte den Horizont überschreiten, man möchte wissen, was dahinter ist. Und wenn man es dann sieht, na, dann ist es auch schon wieder Vergangenheit und ist auch nicht mehr das Richtige. Ich könnte natürlich nicht immer am gleichen Platz sitzen, das verdirbt dann die Heimat, wenn man immer in der Heimat ist. Man muss einmal weg und dann hat man wieder irgendwie große Lust, da wieder hinzukommen. Das Wort Heimat ist, mit dem ist sehr Schindluder getrieben worden, nicht? Ja, jeder hat eine andere Vorstellung dabei. Heimweh kann ich haben, aber irgendwie sehr heimatsüchtig bin ich auch nicht. Ist es sehr schön zu reisen. Man hat die Jahreszeiten sehr stark. Man merkt die Jahreszeiten sehr stark. Wenn ich zum Beispiel von Salzburg nach Wien fahre, es ist im Herbst ein völlig anderes Bild als im Frühjahr. Und im Sommer sieht man nicht so viel wie im Winter. Und es ist durch das, die Bäume, die vorbei huschen. Nicht? Manchmal sieht man irgendwie ein Schloss oder irgendwie ein Stift oder irgendein Bauernhaus, das man noch nie gesehen hat. Weil eben die Bäume entblättert sind, nicht? Wenn ich die Gegend schon kenne, dann schaue ich eben nicht mehr raus. Ich schaue sehr viel raus, nicht? Und kann mich mit was befassen und kann was lesen, kann was vorbereiten, nicht? Andererseits wundere ich mich über Touristen, die aus einem Riesenbuch lesen und draußen die herrlichste Gegend zieht vorbei und die schauen nicht raus. Ich habe die Nasen immer ganz platt gedrückt wie ein kleines Kind, wenn ich in eine neue Gegend kann. Und schau und wenn es 10 Stunden sind, ich schaue mir immer die Gegend an. Hier, ich reise von Zeile zu Zeile, nicht? Von Seite zu Seite, nicht? Wenn ich einmal 100 Seiten habe, dann bin ich sehr weit gefahren und mache mir große Freude. Abenteuer eines Weichenstellers.
Die Verantwortung eines Weichenstellers der Union Pacific Gesellschaft ist eine große. Ihm obliegt die Sorge um Mensch und Vieh. Aber auch Sachschaden hat er tunlichst zu vermeiden. Der Weichensteller besitzt ein Buch, in dem er immer liest. 10 Jahre besitzt er dieses Buch. Aber er beginnt nach Seite 77 jedes Mal wieder von vorne. Weiter würde es nie lesen. Er hat da so eine Vorahnung. Blödsinn, murmelt er. Und beginnt trotzdem wieder bei Seite 1. Die meiste Zeit aber raucht er seine geliebte Pfeife. Er hat keine Frau. Er sieht den ersten Stern am Abendhimmel aufglänzen. Er geht in das intime Grün der Brennnessel hinter dem Haus austreten. Er ist sonst kein Frühaufsteher und trinkt nach dem Essen ein Bier. Der letzte Zug kommt stets um 21.35 Uhr durch. Er sieht den letzten Waggon in der Ferne verschwinden. Der Bremser hat ihm zugewinkt. Er ist seit Jahren sein Freund, obgleich er noch nie mit ihm gesprochen hat. Das Buch des Weichenstellers ist ein alter Pennyschocker mit dem Titel »Der Mann vom Union Pacific Express«. Heute beschließt er, den Roman bis ans Ende zu lesen. Doch es schwant ihm nichts Gutes. Einmal stand ein fremder Bremser auf der hinteren Plattform des letzten Waggons. Ob er ein Aushelfer war? Gegen 23 Uhr wird der Weichensteller durch einen ungewöhnlichen Lichtschein aufmerksam. Er geht vor das Haus und sieht ein wenig den Zug nach. Es kommt keiner. Aber hier rollt einer an, der in keinem Fahrplan verzeichnet steht. Er rollt vollkommen lautlos an ihm vorbei. Auf der Plattform des letzten Waggons steht der Fremde von damals und bläst Mundharmonika. Der Weichensteller reibt sich die Augen. Ihm kommt das alles eigenartig vor. Er ist ja ganz allein. Er geht ins Haus zurück. Er trinkt ein Extrabier und verklebt die Seiten 78 bis 126 mit Kleister. So, meint er, wäre es das Beste. Ich schreibe. Und aus der Schwache selbst entsteht der Charakter, nicht? Also der Typ. Von dem ich dann bemerkt, hinterher erst bemerkt, dass ich etwas beschrieben habe, nicht? Es war nicht intentiert. Für mich ist ja die Hauptsache, dass ich selbst hinterher überrascht bin von dem, was ich geschrieben habe. Wenn ich schon wüsste, wie das Ganze ausgeht, würde es mich ja nicht mehr interessieren, nicht? Das ist ein ganzes Abenteuer ist weg, nicht? Ich brauche das Abenteuer. Ich schaue mir auch keinen Film an, wo ich schon weiß, wie er ausgeht. Oder ich lese keinen Krimi, wo ich weiß, dass der Butler war. Und so möchte ich auch, wenn ich was schreibe, nicht wissen, wie das Ganze ausgeht. Und am Schluss, wenn ich dann fertig bin, aha, so ist das nicht. Herr Artmann kommt auf den Vulkan. Den Urwald hat er längst verlassen, steigt stumm zum Kraterrand hinan. Sein Herz hart wie Marzipan, Hans Dampf in allen Gassen. Der Lavaabstrom bleiern rinnt, die Fauna null und ohne Pflanzen. Auf Felsen einöd herrscht der Wind. Er greift, was greifbar, pfeilgeschwind, lässt Schals und Mützen tanzen. So da, ladies and gentlemen. Das wäre die Endstation.
Speisewagen hat es keinen gegeben im Zug. Und muss mit einer rechtschaffenen Gastwirtschaft verlieb nehmen. Durst habe ich schon. Das ist ein Federname. Ars Artis, nicht? Und Mann, der Kunstmann. Blödsinn, das heißt Ordmer. Wir heißen Ordmer bei den Zaras. Ja, der Ordmer Hansi ist da. Das ist genau in der Betonung, der Ordmer Hansi. Nicht nur der Ordmer Hansi, sondern der Ordmer Hansi. Ordmer Hans. Der KC sagt doch niemand, wenn ins Haus kommt, irgendwie. Zweitfehler. Wär ich ein Kesselflicker, ich flickte mir das Herz mit blanken Kupfergroschen, zu stillen meinen Schmerz. Durch Zauberei und Sünde empfing es Loch um Loch. Ich geh durch Wiesengründe und lach ich, wein ich doch. Mein Trank ist von dem Rebstock, ihn trink ich, wo ich kann. Oh, wär ich gleich ein Rehbock im Efeu-Sinstreptan. Will ich den Leib ausruhen, so fliehet mich der Traum. In ausgedienten Schuhen wach ich am Waldessaum. Mit schlummerlosen Augen vergeht mir so die Nacht. Sie will zu gar nichts taugen, die ganze Flimmerpracht. Was nützt mir, wenn am Himmel der blanke Mond sich zeigt, wenn er im Sterngewimmel bloß Trauerländler geigt? Die anderen haben Wiesen, viel Äcker, manches Rind. Die Berge stehen wie Riesen, mein Hemd durchpfeift der Wind. Der Hauswirt sitzt am Herde, genießt die Vesper frei. Ich wünsch, ich säß zu Pferde und ritt in die Türkei. Ich bin dort so am liebsten zu Hause, wo ich noch nicht bin oder wo ich gerade war. Was ich verlassen habe und wo ich momentan bin, das ist noch so dazwischen. Aber das Schönste ist das, was man vor sich hat, nicht? Also, ist auch so, wenn man irgendwie durch die Gegend geht und man sieht irgendeinen Horizont, man möchte den Horizont überschreiten, man möchte wissen, was dahinter ist. Und wenn man es dann sieht, na, dann ist es auch schon wieder Vergangenheit und ist auch nicht mehr das Richtige. Ich könnte natürlich nicht immer am gleichen Platz sitzen, das verdirbt dann die Heimat, wenn man immer in der Heimat ist. Man muss einmal weg und dann hat man wieder irgendwie große Lust, da wieder hinzukommen. Das Wort Heimat ist, mit dem ist sehr Schindluder getrieben worden, nicht? Ja, jeder hat eine andere Vorstellung dabei. Heimweh kann ich haben, aber irgendwie sehr heimatsüchtig bin ich auch nicht. Kind, wenn ich in der Nähe gehen kann. Und schau, 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 und wenn es 10 Stunden sind, ich schau mir die Gegend an. Hier, ich reise von Zeile zu Zeile, nicht? Von Seite zu Seite, nicht? Wenn ich einmal 100 Seiten habe, dann bin ich sehr weit gefahren und mache mir große Freude. Abenteuer eines Weichenstellers.
Mit der Bahn ist es sehr schön zu reisen. Man hat die Jahreszeiten sehr stark. Man merkt die Jahreszeiten sehr stark. Wenn ich zum Beispiel von Salzburg nach Wien fahre, es ist im Herbst ein völlig anderes Bild als im Frühjahr. Und im Sommer sieht man nicht so viel wie im Winter. Und es ist durch das, die Bäume, die vorbei huschen. Nicht? Manchmal sieht man irgendwie ein Schloss oder irgendwie ein Stift oder irgendwie ein Bauernhaus, das man noch nie gesehen hat. Weil eben die Bäume entblättert sind. Nicht? Wenn ich die Gegend schon kenne, schaue ich eben nicht mehr raus. Ich schaue sehr viel raus. Nicht? Und kann mich mit was befassen, kann was lesen, kann was vorbereiten. Nicht? Andererseits wundere ich mich über Touristen, die aus einem Riesenbuch lesen und draußen die herrlichste Gegend zieht vorbei und die schauen nicht raus. Ich habe die Nasen immer ganz platt gedrückt.